Endgamer Time. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Fail Super Mario Maker. Im letzten Part haben wir ganz spezielles Level von Luigi gezockt, welches Underground Factory für Villager Andy hieß. Und auch noch ein Level von René haben wir das zu Ende gezockt, dieses Hard Castle Part 2. Übrigens, er hat geschrieben, das dritte wäre schon online, aber ihr seht, das ist nicht online. Aber es soll auch nicht um das Level heute gehen, sondern um ein Level von Villager Jake, was er eingesendet hat, nämlich Bowser's Tank Battle oder Bowser Tank Battle oder so. Und ja, es hat noch kein einziger geschafft und es hat 3 Versuche. Ja, alle guten Dinge sind 3. Okay, das kann ja nur ein Spaß werden, ne? Geben wir unser Bestes. Ja, Mario World Stil ist aber schon mal cool. Ah, oh, es ist Scrolling, ich mag Scrolling nicht. Aha, was? Er baut diese Vögel ein, wenn man geowned wird. Okay, sehr interessant. Alles klar. Das Level spielt sich im, also in den Bowser-Schiffen des Geisterhaus-Action. Ja gut, jetzt ist natürlich die Frage, ob hier es noch runter geht. Sieht mir ein bisschen verdächtig aus, ne? Ich gehe mal runter. Ja, da ist noch was. Und da fährt eine Ranke hoch. Wie gut, dass ich es erforscht habe, ne? Oh, jetzt habe ich den weggekickt. Nein, ich wollte ihn behalten. Okay, weiter geht das Scrolling. Action Time. Dings, wie auch immer. Was ist da? Ah, oh, nur ein Pilz. Er hat sich gedacht, nee, du kriegst keine Blume oder Cape. Okay, da geht's hoch. Sieht gut aus. Ja, nur Münzen. Aber vielleicht hier. Aha, Leben. Nein, da ist ein Cape. Wo gibt es Cape her? Okay, es geht wieder rein ins Geisterhaus-Schiff-Dings. Da müssen wir übrigens rote Coins sammeln. Das Gute ist aber, dass hier keine, oh, das erinnert mich irgendwie an Mario World, das letzte Castle. Er hat, glaube ich, Nummern genau über die ganzen Türen platziert. Oder 1 und das da soll ein B sein. Wow. Oh, und da oben können wir auf jeden Fall eine rote Münze mit dem Trampolin abstauben. Ach, wer holt schon über das Trampolin? Man kann ja auch fliegen. Ist viel cooler. Okay, man muss, sollte den wegmachen, sonst geht es nicht. Ich will es mir fliegen holen, das ist cooler. Jetzt ist der nicht geflogen, ich glaube nicht. Flieg, Mario, flieg! Okay, man sollte es mit Trampolin holen. Aber wo ist es? Es ist weg. Wow. Okay, gehen wir in die erste Tür. Ja. Oh. Ich hätte den gebraucht. Gut, vielleicht kann ich ihn. Er steht da wieder auf. Ja, macht. Das war dumm. Carmen, kannst du es mal bitte aufzaubern? Ich finde es sehr gut, wenn du das machen würdest. Nicht? Kein Bock? Komm schon, Carmen. Bitte. Zeig dich mal von der guten Seite. Wow. Ausgerastet aus. Was ist das denn? Random Flammen. Ich hasse Random Flammen. Och, Kamek, bitte. Nein, ich habe ihn gekillt. Heißt das, ich komme nicht mehr weiter, oder was? Alter. Oh, komm schon. Wie unfair ist denn das Level? Ja gut, da oben war ein Pilz. Das wissen wir noch. Deswegen snacken wir uns den und gehen hier hoch, um uns die Feder auch noch zu holen. Und dann geht's auch schon in die Röhre rein. Okay, jetzt versuchen wir natürlich die rote Münze jetzt schon zu holen, weil. Wow. Weil dann haben wir ja auch alle mit dieser einen Gasse, die mega schwer ist. Dann hoch. Ach, klar, man kann durch. Willst du mich verarschen? Random Block. Okay, wir gehen auf jeden Fall in die 1, weil da waren die 2 übrigen roten Münzen. Und ich glaube, den muss man irgendwie mitnehmen. Zumindest könnte man sich dann ein bisschen Arbeit sparen. Ich meine, wenn man wirklich Kamek braucht, ist ganz schön assi. Dann ist das hier voll random. Nein, du hättest ihn hier hochschießen müssen. Sie ist hoch. Okay, nein, nicht so hoch. Och, Kamek. Warum muss es so eine Stelle sein?
Na, und jetzt habe ich ihn wieder gekillt. Ja gut, ich kann noch mal rausgehen und ihn resetten, aber das ist ja voll nervig. Und er hat hier irgendwie random Effekte eingebaut. Ja, okay, dann halt noch mal. Jetzt dürfen wir halt Kamek nicht killen. Los, Kamek. Zauber richtig, ja. Ja, na, doch. Nein! Mann, jetzt zaubert der genau den Gegner da raus. Boah, Alter, das Level pisst mich an. Jetzt krieg ich den Pilz nicht. Komm, schieß. Oh, Mann, ey, was ist denn das für ein Level? Das Level des Todes. Und natürlich hat das so gemacht, dass man hier keine Feder kriegt, wenn man klein ist. Dieses Level stinkt nach Asozialität. Aber egal, wir probieren's. Wir können nämlich in Tür B rein, wenn wir die Münzen alle haben. Aber was soll das bringen? Das frage ich mich gerade. Ob die Tür etwa gut ist oder so. Oder ob es voll der Schrott ist und man eigentlich gar nicht die sammeln muss, die Dinge. Ach so, stimmt. Wenn man Cape hätte, könnte man da leichter durch. Ja, und ich, helles Köpfchen, habe kein Cape mehr. Das ist wahrscheinlich hier mit Cape geplant. Jetzt check ich's erst. Oh, schieß ab. Nein. Schieß. Komm schon, natürlich zaubert er genau da, wenn ich unten stehe. Oh, ich hasse dich, Kamek. Oh, was könnte? Ja, okay. Wir sind zumindest schon mal hier drin. Das ist schon mal etwas. Jetzt haben wir den Schlüssel und können in Tür B, aber mal sehen, ob die auch gut ist oder ob das hier voll böse ist. Oh, es ist gut. Es hat einen Pilz. Yoshi hat es auch noch. Und was ist da? Bitte eine Feder oder so. Na, eine Blume. Okay, ist auch gut. Okay, jetzt sind wir ziemlich gut ausgerüstet. Dann lass uns mal weitergehen in diesem Airship. Was erwartet uns? Aber wir sind gleich wieder hier beim Geisterhaus. Oh. Bosskampf. Ja, Bosskampf. Und ich zocke. Was hat man denn Yoshi? Was hat man Yoshi? Alter, quetsch mich halt noch mehr ein, Bowser Junior. Aber das Fähre muss man jetzt schon mal sagen, ist wieder auf Vorrat eingebaut, dass man den Bosskampf auch schaffen kann. Weil ich hasse ja unfaire Bosse. Ich nehme ja irgendwie den ganzen Spielspaß raus. Jetzt haben wir die Übermacht, Bowser, so. Was willst du machen? Jetzt können wir dich einfach easy killen. Oh, ich nehme alles zurück. Nee, durch die Feuerblumen könnten wir ihn trotzdem easy killen, würde ich sagen. Und dann spammen wir ihn einfach voll und er springt wieder, weil er Aggression hat. Aber es ist uns egal, weil wir haben unendlich Feuerblumen. Und da ist er tot. Ja, Yoshi will ich schon noch mitnehmen. Kommen Sie, Yoshi. Ich brauche Sie. Ihre Dienste werden immer noch benötigt. Okay, wohin geht's jetzt? Oh. Epic Feuer Battle. Nein. Oh. Was, wartet mal. Kein Checkpoint, ne? Willst du mich verarschen, Jake? Warum baust du keine Checkpoints in dieses Level oder so? Wie unfair. Er erwartet, dass wir das alles hier Pro-like durchspielen. Ja klar, ich bin ja hier Mario-Gott. Ey, ein Checkpoint hätte er ruhig schon einbauen können. Das macht mich irgendwie schon ein bisschen sad. Eigentlich könnte ich mich killen fast, ja. Killen wir uns. Weil ich brauche die Feder, weil dann muss ich da nicht 100 Jahre warten. Das ist angenehmer. Mit der Feder erleichtert man sich sein Leben um 500%. Also wenn man sie auch noch behält bis dahin. Ha, Junge, willst du mich verarschen, Mario? Du bist so dumm. Ey, dieses inkompetente Stück namens Mario. Kann man nicht Luigi zocken, der hat mehr Gehirn. Aber nein, man muss Mario spielen. Das ist übrigens auch eine Sache, die ich kritisiere an Mario Maker, dass man
nur Mario spielen kann. Das ist jetzt nicht, weil ich mich gerade über ihn aufreg, sondern einfach, weil nur Mario spielen ist halt so eine Sache, ne? Ich mag nämlich Luigi mehr. Und deswegen wäre es auch echt cool gewesen, wenn man Luigi zocken hätte können, aber ne. Die bieten... Oh, toll. Die bieten ja nur Mario an als zockbaren Charakter. Mal abgesehen von diesen Amiibos aus dem ersten Teil. Aber das finde ich ehrlich gesagt kein so tolles Feature. So, jetzt können wir hier easy durch. Easy game. Ja, okay, dann gehen wir halt hinter dem Knochen, ist mir auch egal. So. Jetzt haben wir doch einen Lauf, würde ich sagen. Jetzt haben wir die Coin. Warte, uns fehlen immer noch zwei Coins. Hä? Ich habe doch nichts anderes gemacht. Warum fehlen uns jetzt zwei Coins? Hä? Das ist ja voll unfair. Okay, geben wir in die zwei. Was ist da? Achso, da kommt man halt in den Bosskampf ohne Yoshi. Lol, man kann sogar so Schaden machen. Das ist ja geil. Kill ich Bowser so. Das ist geil. Ich kann Bowser mit dem Cape killen. Das wusste ich gar nicht. Aber es hat natürlich nicht ganz gereicht. Wir hatten einen Schlag. Nee, jetzt machen sie noch mehr. Boah, der hält halt so übertrieben viel aus, ne, der Riesenbowser. Nein. Boah, damit hätte ich nicht gerechnet, dass man den besiegen kann. Lass mich hoch. Bowser Junior, du Assi. Ja, ich bin jetzt ohne Dings halt, ne? Aber trotzdem, geht schon. So, und jetzt Concentration. Ah, wir fliegen einfach ganz oben. Ich mach's mir einfach. Oh nein, wir müssen da durch. Jetzt wäre eine Feuerblume so gut. Nein! Oh, komm schon, ist das Level assi. Ich sollte halt das Cape behalten oder eine Feuerblume doch mitnehmen im Nachhinein, weil eine Feuerblume hilft da halt, weil du drei Bälle schießen kannst und nicht nur einen einzigen. Aber das wäre doch mal eine coole Challenge. Bowser mit einem Cape besiegen, ne? Ich glaube, das würde taugen. Ja, gehe ich jetzt schon in Tür 2. Ist mir auch egal. Spare ich mir halt Yoshi. Na, oh, jetzt habe ich das Cape gleich verloren. Natürlich geht mir Bowser Junior aka Nervensäge den Weg um. So, jetzt haben wir eine Feuerblume. Jetzt natürlich nicht treffen lassen, ne? Sonst sind wir wieder am Sack. Concentration no begins. Okay, den ignorieren wir, der Typ ist assi. Ah, er kommt auch hier hoch. Ah, okay, aber wir sind durch. Ist das Ziel? Oh, das ist Ziel! Ja, Mann! Natürlich sterbe ich so kurz vom Ziel. Das war ja wieder typisch Andy-Gamer. Peace out, Mario. Party hard. Und die Lichter sind alle auf Mario gerichtet. War auf jeden Fall cool und es ist auch relativ schwer, ne? Ich habe 10 Minuten gebraucht. Nein. Es ist zu lang. Ich schreibe einfach ganz schnell einen simplen Kommentar. Hab jetzt nur geschrieben, cooles Level. Weil es echt cool war. Und es war auch schön schwer. Ich habe mich zwar wie das ein oder andere Mal aufgeregt, wie ihr bestimmt gehört habt, aber gehört habt und gemerkt habt. Aber das ist ja der Sinn, ein bisschen aufregen und ärgern. Bisschen Kaizo-Style oder Lost Level-Style einbauen. So, okay, jetzt haben wir das Level für ein paar doch schon geschafft und haben Zeit für andere Level. Und da ich mir als Ziel gesetzt, übrigens, ich habe schon die ganzen Level von ihm geschafft, sonst also können wir nichts mehr machen bei ihm. Also ihr könnt, wisst zwar die Level noch nicht, aber es ist meistens eh so Airship-Level. Deswegen zocken wir nochmal von ihm hier einfach ein bisschen Level weiter. Solange er noch Level hat, die wir nicht gezockt haben, können wir da ja weitermachen. Oh, aber das hat eine sehr geringe Abschlussrate.
Ja, dann zocken wir. Wir zocken das hier, denke ich, im nächsten Part, weil das wird wahrscheinlich einige Zeit in Anspruch benehmen. Deswegen nehmen wir den Aquatic Dungeon. Was mir übrigens auch aufgefallen ist, sämtliche Level, die von mir stammen oder von anderen, die ich von denen ich Level gezockt habe, sämtliche von diesen Leveln hat dann immer René den Weltrekord aufgestellt. Ich weiß nicht, will er immer besser sein als ich oder warum stellt er immer die ganzen Weltrekorde bei den Leveln auf, die ich gespielt habe oder bei den Leuten, von denen ich Level spiele? Es kann auch nur Zufall sein oder aber er will immer wirklich meine Rekorde zunichte machen. Warum? Ich hab dir doch nichts getan. Oh, und ich sehe schon. Nein, kommen nicht so unendlich viele raus. Der Große, oder? Ja, der hat den Schlüssel. Sorry übrigens, ich bin erkältet. Das hört man wahrscheinlich eh an der Stimme. Aber ich dachte mir, ich kann doch nicht Mario Maker für euch deswegen sausen lassen oder überhaupt. Übrigens ist es auch so, dass ich wahrscheinlich aufgrund von Schule und so ein Zeug nur noch alle 2 Tage ein Video bringen werde. Sprich, an einem Tag werde ich aufnehmen. Und am anderen Tag werde ich dann das Video rendern und hochladen. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass ich noch alle 2 Tage ein Video hochbringe, aber wie gesagt, schulische Sache und so. Wenn Ferien sind, kann es aber natürlich sein, dass ich vielleicht jeden Tag ein Video schaffe. Werden wir dann sehen. Und auch eine Frage, weil ihr merkt ja bestimmt, dass ich meine Mikro-Quali immer in irgendeiner Art und Weise nicht so perfekt ist. Ey, das ist eine geile Idee. Die Flügel sind genau da, wo die Blöcke gesetzt sind. Die wurden wahrscheinlich an Invisible Coin Blocks dran gemacht. Ja, auf jeden Fall die Frage an euch, was ist euch lieber? Wenn meine Stimme so etwas leiser ist, aber dafür kein so Rauschen im Hintergrund zu hören ist, oder wenn meine Stimme etwas, ah Mann, ah, lauter ist, aber dafür halt auch Rauschen zu hören ist. Das überlasse ich euch. Und ich meiner Meinung nach finde es besser, dass man meine Stimme gut versteht, aber dafür ein bisschen rauschender ist. Als, dass man, wow, man kann da zerquetscht werden, man muss schon aufpassen. Als dass man mich nur leise hört und meine Stimme so fast nicht zu hören ist. Okay, wir müssen die Röhre hier, nee, die muss man nicht aufsprengen. Wenn nur ein Block gesetzt ist, muss man die Röhren eigentlich nie aufsprengen. Gehen wir einfach durch. Da hat er entweder einen leichten Fehler eingebaut oder aber er hat es so gemacht, dass die Anfänger denken, okay, man muss aufspringen und die anderen wissen schon so, ja, da kann man einfach durch. Und wir sehen schon wieder mal einen Bosskampf. Aber ich mag ja die Bosskämpfe, vor allem wenn sie kreativ sind. Und es ist eine Giga-Bowser-Kutsche da oben. Alter, konnte man die echt so groß bauen? Okay, den Pilz muss ich mir gönnen. Alter. Riesenbowser mit Riesenkutsche. Wenn das mal nicht crazy ist. Lass mich zum Schlüssel. Ach Gott. Ist da viel los? Nein. Alter, geht das ab, das Level. Also der Bosskampf. Okay, jetzt muss es aufsprengen erstmal. Der Pilz, den gönnen wir uns natürlich und wir haben ihn gleich wieder, weil wir so hell sind, verloren. Oh, aber vielleicht sollten wir auch einfach die Röhre hier aufsprengen. Ja gut, es gibt 2 Wege. Und es gibt auch nur 2 Pilze. Oh oh. Oh oh. Nein, lass mich in Ruhe, Bowser. Hilfe. Der Typ ist gnadenlos, müsst ihr wissen. Oha. Okay, wir gehen durch, da ist schon was frei. Hoffentlich ist es der bessere Weg. Der ist gut. Ein Belohnungsroom. Er hat irgendwie voll die Erinnerungen an das andere Level. Von Jake. Der hat auch so einen Belohnungsraum gehabt, wenn man den Schlüssel gehabt hat. Voll geil. Und damit hätten wir es geschafft. Und wir verlassen das Level, indem wir 1000 Mal rüberspringen. Naja. Aber war ein cooles Level. Seine Level gefallen mir sowieso immer. Ja, und René sagt auch, das ist sein bestes Level.
Ja, ich finde sein Bestes eigentlich das, was für mich gebaut ist. Allein schon wegen der Zeichnung da drauf. Das hier ist aber das Zweitbeste, würde ich sagen. Ja, und das Dritte ist vielleicht der Bowser's Challenge Park, würde ich sagen. Der ist nicht schlecht. Ich freue mich dann noch im nächsten Part, werden wir dann noch das da und das hier spielen und ein eingeschicktes Level, falls einer eins einschickt. Ansonsten war es das mit dem Part. Also wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Und dann schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Fail Super Mario Maker. Mit Leveln von euch, denke ich mal. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, euer AndiGamer.